So, mein Handy ist mal wieder jungfräulich, komplett leer. Es ist immer noch Sonntag, jetzt 27. Dezember 2020, nach Weihnachten. Ja, heute ist, wie gesagt, Feiertag, ist ein bisschen was los, so, aber ich finde mal diese Dinger hier cool, diese leuchtenden Ballons, was das da ist. Ja, alt entspannt. Ich wollte noch mal ein bisschen mit euch quatschen, ein Tagebuch machen und mach die Kamera auf mich. So, also, vielleicht mag ich mal so dann stehen. Hat das Brandenburger Tor im Hintergrund. Also, ich wollte noch ein bisschen ein wichtiges Video über die Zukunft und Business quatschen. Geld verdienen, Kohle machen. Weil ich habe eine ganz tolle Idee in meinem Kopf. Und dann will ich wieder ein bisschen ausholen. Das ist ein bisschen längeres Video, aber ich will, dass ihr das richtig versteht. Ich habe ja letztens auch mal ein Video gedreht für Rewe, weil ich in der Hoffnung, dass die, als ich da noch Fahrer war, habe ich denen ein langes Video gesendet mit meinem Lebenslauf, mein Lebenslauf als Video und auch Businessplan. Ein bisschen, wie ich mir vorstelle. In der Hoffnung, dass wir helfen. Dann haben die mir bei Rewe in dem Lager alle Ghetto-Faust gegeben und meinten, geil, Norman, machen wir, so ungefähr. Also haben sie nicht gesagt, aber ich habe bloß negative gehört. Und danach haben sie mich gefeuert. Wie bei Tom Cruise mit Jerry Maguire. Fünf Schuss, Vater! Der rumgebrüllt, der andere. Geiler Film. Wo warst du, der hat am Anfang des Films super Idee oder so? Gleich feuern sie sofort. Ich finde, das Leben ist öfters so, ja. Gerade wenn du bei einer riesen Firma irgendwo arbeitest, du hast so die super Idee in deinem Kopf, um Geld zu machen. Das wollen die ja nicht. Die wollen quasi eigentlich, wenn du so eine große riesen Firma irgendwo hier, schätze ich mal, so meine Meinung, die stellen Leute ein, die wollen Cyborgs. Schnauze halten, arbeiten. Nicht sagen, nicht denken, nicht machen, keine Ideen haben, bloß nicht irgendwie irgendwas durcheinander bringen und keine eigenen Ideen irgendwie selber hier zu machen oder aufzusteigen. Wollen die ja nicht. Die haben Manager, die haben schon ihre Leute, meistens haben sie Vitamin B, ihre Freunde eingestellt oder Familie eingestellt in den Führungspositionen und die haben keine Lust, dass irgendjemand überhaupt aufsteigt oder rinkommt in die Führungsposition. Machen die nicht. Das ist vor die Feuer. Das ist jetzt so meine Meinung, kann mich auch irren, aber. Na jedenfalls, jetzt quatsche ich mir zu viel. Also. Ich bin vielleicht schon mal eine Karte, ich will mal kurz erzählen, also in Bulgarien hatte ich ja euch schon mal erzählt, 2010, wo ich der Reise da war, hatte ich so ein bisschen, ich war alleine zuständig für den Sonnenstrand als Reiseleiter und hatte das erste Mal, in 2009 war ich in Spanien, da hatte ich noch gar nichts so richtig zu melden, da war ich nur, habe ich den Verkauf im Bus gemacht und vor Ort habe ich dann mitgeholfen, aber da vor Ort hatte ich nichts mehr zu sagen, da war Don Francis in Spanien und Aaron und so, und da hatte ich, wenn ich da irgendwas gefragt habe oder so, ich sollte schlau sein, hatte nichts zu melden. Und 2010 war das aber so, da war ich zum ersten Mal dann selbstständig in Bulgarien. Erst am Goldstrand und dann am Sonnenstrand. Da haben sie mich alleine hingeschickt. Der Stratmann, der Koordinator, der mich später geklaut hat, der hat mich an den Sonnenstrand komplett alleine hingeschickt. Und ich hatte noch nicht so viel Erfahrung, also überhaupt von dem. 2010 war ich also 10 Jahre zurück, 25. Genau. Boah, das ist kalt ein bisschen, musst du. Geh mal rein. Also ich war jedenfalls 25 und hatte aber von Business kaufen und überhaupt das Leben noch nicht so richtig Ahnung, weil ich vorher mein Abitur gemacht habe und eine Ausbildung zum Erzieher. Das heißt also wirklich eine Ahnung, selbstständig am Sonnenstrand da irgendwie Business zu machen, Tickets zu verkaufen und vor allem das alte Linie da zu managen am Sonnenstrand, hatte ich nicht. Habe auch keine Ausbildung gemacht zum Reiseleiter, das war nur diese 3-Tage-Seminar. Und sollte aber trotzdem das alte Linie da managen. Der Koordinator war am Goldstrand, 120 Kilometer und 2 Stunden entfernt und ich war alleine am Sonnenstrand. Ja, trotzdem war das aber cool, war lustig, weil da war ich ja der Chef am Sonnenstrand. Keiner konnte mich überwachen, das war damals nicht so diese Kameraüberwachung, wie es heutzutage so ist, dass überall ständig Kameras sind, das war noch nicht so krass damals, das war noch auch nicht so krass das Internet. Wir hatten noch so alte Klapphandys, glaube ich, aus Bulgarien. Kein iPhone oder, kann mich nicht mehr erinnern, so ein altes iPhone oder so. Und ich habe auch lange nicht überall so krass das Internet wie heute und diese ganze Kamera und die Nerven und dass das ständig verpetzt wurde, dass wenn einen Fehler gemacht hast. Wie ich es ja schon in vielen Videos jetzt mal erzählt habe, ganz nächstes Mal nochmal, welche neu einschalten. Also, was wir damals gemacht haben als Reiseleiter, ist eine Clubkarte verkaufen an die Gäste. Und quasi Gäste kamen nicht großartig. Und 2010 war das aber alter so ein bisschen Aufbau da in Bulgarien. Wir waren neu mit Rainbow, das war das erste Mal da. Und auch, ihr habt noch kein Party gestartet, so wie heute. Alles war da vor 10 Jahren in Bulgarien noch so ein bisschen, noch nicht ganz so krass wie heute. So, Aufstieg gerade. Ja, also es hatte angefangen. Und diese Produktclubkarte war in Bulgarien neu. Kannte keiner.
Die Gäste kannten es zwar aus Guatemala und so, Spanien, aber in Bulgarien war es neu, ein neues Produkt. Und auch natürlich die Diskotheken vor Ort, also am Sonnenstrand und Goldstrand, kannten das nicht. Noch nicht dieses System, wie wir Rainbow Tours damals gemacht haben, dass man am Anfang der Reise eine Clubkarte sich kauft und dann 7 Tage lang kostenlos in jeden Club am Sonnenstrand rein kann. Das kannten die da nicht am Sonnenstrand. So, also wurde das halt neu entwickelt. Und als erstes Mal, als ich denn da war, war das so, ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Gäste da verarscht haben. Das ist so ein blödes Wort, aber im Grunde genommen ein bisschen schon. Es tut mir auch wirklich leid, wenn ihr nochmal irgendwie ehemalige Gäste von mir seht, tut mir auch wirklich leid. Die haben auch ein bisschen Ärger, aber auch nicht so dolle. Ja, einfach aus dem Sinne, das, was wir da verkauft haben, haben die Gäste gemerkt, die Clubkarte, die zum Verkaufspreis nehmen, war einfach zu teuer. Und dann war auch noch das Schlimme, dass die am Sonnenstand nicht gecheckt haben, die Clubs und Diskotheken. Die haben alle anderen Gäste immer umsonst drin gelassen, manchmal auch die Türsteher, einfach die Leute drin gelassen, ohne Eintritt. Und Icke sagt denen im Bus mit einer Ansage, ihr braucht eine Clubkarte, um Eintritt, dann müsst ihr keinen Eintritt zahlen. Okay. Und ich wusste das aber. Ich wusste, jede neue Gruppe, die im Sommer da angekommen ist, ich muss die jetzt leider anlügen. Ich bin nicht stolz auf. Ich bin wirklich nicht stolz. Oh, ich bin mal kurz ein bisschen drin, jetzt ist mir ein bisschen kalt. Oh, jetzt geht's durch für euch. Aber für mich, der friert schon ein bisschen Hände ab. Ich muss jetzt. Oh, 2 Grad oder so. Aber so ein bisschen Radungertraum mit der Hut. Oh, ich muss mal durchzuhalten. Also, mir tat natürlich auch leid. Einige, gerade am Anfang 2010, war das dann so ein bisschen wirklich, die waren sauer auf mich. Die meisten waren zufrieden, aber einige waren sauer auf mich, weil sie gemerkt haben, die 50 Euro, die ich denen am Anfang der Reise abgeknöpft haben, war viel zu viel. Ich wollte noch jetzt zurück manchmal am Anfang. Das hat sich das erst in den nächsten Jahren ein bisschen besser, die Situation. Das wurde halt ein bisschen besser gemacht und heute kannst du das glaube ich nicht mehr nachmachen, Bulgarien. Ja, weil das ist halt mit elektronischen Karten und so und halt überwacht und so. Da kannst du natürlich keinen Schwachsinn mehr machen. Also nicht mehr viel. Da kommt noch Finanzamt und überwacht halt. Aber damals ging es noch ein bisschen. Und ich habe halt geschafft, da am Sonnenstand pro Gast, pro Ticket einen Reingewinn von 50 Euro zu generieren. Da war ich ziemlich stolz drauf, weil ich musste das am Sonnenstand da selber kalkulieren. Ich musste also, der Stratmann, also der Koordinator, war am Goldstrand beschäftigt. Und als ich da auch gesagt habe, no, du machst das schon am Sonnenstrand. Ich dachte, klar. Mit meinem Laptop ich da im Büro hingesetzt und noch während der Saison den Verkaufspreis kalkuliert, weil wir die Ansage hatten von Rainbow Tours, ihr müsst pro Gast, der da ankommt, 50 Euro Reingewinn schwarz erwirtschaften. Mindestens 50 Euro Reingewinn. Und am Ende der Saison sollten wir über 50.000 Euro insgesamt plus gemacht haben, schwarz. So, das war die Ansage von Kampmann Rainbow Tours, der jetzt hier verknackt wurde. Oh, Maria schreibt gerade. Mal kurz eine Karte. So sah das übrigens früher aus. Könnte man nicht glauben, dass es so eine Mauer war. Brandenburger Tor. 42. Ja. Krass, oder? Ich weiß noch, bis zum Hauptbahnhof und genau. War zum Hauptbahnhof und warte, quatsch mal weiter. Sind wir mal wieder am schönen Hauptbahnhof. Ein paar Leute sind da hinten. Es ist jetzt 18.11 Uhr. Ich gehe jetzt mal kurz nach hoch wieder zum Weihnachtsbaum und werde mal da nochmal kurz weiter quatschen. So, jetzt bin ich hier beim wunderschönen Weihnachtsbaum. Ich finde den so toll. Richtig über Knoppern. Genau, und dann jetzt kann man runter gucken. Tief. Toller Bahnhof. Ich kann jetzt hier mal kurz meinen Mundschutz ablegen. Das ist der WRK. Also pass auf, wo stehen die? Kampmann hat die gesagt. Ja, der hatte uns also denn die Ansage war 50 Euro reingewinnt. So, die Arbeit habe ich gemacht. Und alle anderen Reisende auch. Deutschland und Sonnenstrand. Wir alle haben dann am Ende der Saison mit den 1500 Gästen ein Reingewinn von 50 Euro erzielt. Habe ich ja schon mal erzählt. Das fand ich krass. Dass man pro Gast, pro Ticket, pro Reisenden dann 50 Euro Gewinn generieren kann. Safe. Und konnte man damals auch schön schwarz dann einzahlen. Ohne dass das großartig jemand mitgekriegt hat da in Bulgarien. Das ist ja schon ein Rainbow Tours Event. Kampmann ist vor Gericht gewesen und er hat jetzt 50.000 Euro Strafe bezahlt. Das ist eine schöne Geschichte. Da kann ich ja mal erzählen jetzt. Obwohl, weiß ich nicht. Aber heutzutage kannst du natürlich leider nicht mehr so machen. Dadurch, dass überall Internet ist, dadurch, dass überall Kameras sind und jeder ein iPhone hat,
können die alles nachprüfen, die Menschen. Das heißt, wenn ein Ticket ins Internet stellt heutzutage, prüfen die das bis ins kleinste Detail nach. Den Einkaufspreis, die Tickets, die Marge, die mögliche Marge, kann man überprüfen. Die Steuern müssen bezahlt werden. Also großartig Verarschung und Schwachsinn kannst du nicht mehr machen. Weil eben diese Überwachung war das. Würdest du süß aus. Der Hund ist süß. Voll süß, guck mal da. So, dann habe ich natürlich ganz auch schon mit einer Platte gemacht und die kann ich dann mit meiner Veranstaltung planen und Change the Day und Gewinn generieren. Ja, ich denke Tag und Nacht darüber nach. Wie kann ich sozusagen mit einer schönen Veranstaltung, am besten weltweit, digital, Gemeinschaftsparty, fette Kohle machen? Und natürlich kenne ich diese ganzen Probleme als Reiseleiter. Ich weiß, das läuft nicht so einfach. Wenn man das so macht, wie ich das plane, brauchen wir erstmal ganz viel Geld, um zu investieren, um Werbung zu machen, um Promoter zu bezahlen. Und das ist ja logisch, dass er nicht schief läuft. Ja, bei so einer Veranstaltung. Du hast alle Kosten gedeckt, alles bezahlt. Das dauert eigentlich Jahre, bis du Gewinn generiert hast. So, welchen ist jetzt mein Plan? Ich sag euch den öffentlich jetzt, ich gebe jetzt mal nochmal ein Video, gebe den Vorhab und bitte euch um Unterstützung. Auch in der Hoffnung, dass wir denn, wenn ich so ein Ticket in online stelle später, dass wir da alle mit Geld machen können. Dass wir nicht nur ich gerecht werde, sondern dass wir alle Geld machen. Guck. Also ich zeige euch kurz nochmal hier, blende ich jetzt ein, was ich damals gemacht habe. Damals habe ich drei verschiedene Tickets trainiert nochmal. Ich habe da Aushang gemacht für die Gäste. Oder auch im Bus damit. Ja, drei verschiedene. Einmal nur die Clubkarte für 35 Euro oder so. Eine mittlere Clubkarte für 150 Euro und eine Ultrakarte. Ach schön. Ultrakarte für 85 Euro oder 89 Euro. Und das ist genauso clever, wie das Apple macht zum Beispiel. Apple macht auch so. Die macht ein kleines iPhone, ein mittleres iPhone und ein super iPhone. Was? Oh, das ist geil. Wow, die sah richtig schön aus. Die meisten Leute, oder glaube ich zumindest, kaufen ein super iPhone. Weil wenn sie schon mal ganz Geld ausgeben für ein neues iPhone, holen sie das teuerste, beste. Die Taktik damals mit Orian, die meisten, als sie angekommen sind in Bulgarien, für ihr Urlaubsgeld von 200 Euro, die sie meistens haben, die Superkarte gekauft. Für 89 Euro. Hatte für mich den Vorteil, ich konnte erstmal den Gästen einen geilen Urlaub machen. Die konnten eine Woche lang, hatten sie alle Partys schon vorher bezahlt und die konnten das halt organisieren. Die hat die Clubkarte schon und ich hatte das Geld gleich am Anfang. Wenn sie erst die kleine Karte gekauft hätten, hätte ich ja noch den Nachverkauf machen müssen. Später. Das wäre nervig gewesen. Hätte natürlich noch nicht gemacht. Und ich hatte das Geld erzählt, gleich am Anfang der Reise. Musste, konnte mich auf den Urlaub konzentrieren mit den Gästen, Spaß haben. So ist es schön. So, heutzutage kannst du das nicht mehr machen. Hat man jetzt gerade schon festgestellt. Deswegen ist meine Idee, nicht Verarschung, nichts Illegales, aber ein bisschen vielleicht Tricksen machen. Ja? Ich würde jetzt sagen, ich stelle zum Beispiel Ticket online. Oh, drei verschiedene Worte. Sagen wir einmal nur 1 Euro, 1,19 Euro, 19 Cent Steuern bezahlt. Und 1 Euro zahlen wir fest ein. Auf mein Konto, kann ich nochmal einblenden, mein Kontostand. Irgendeins nicht mal. Das, Ablenkung hier, weil ich hoffe, die kommst du ganz konzentriert. 1,19 Euro, zahlen wir fest ein. 19 Cent Steuern, 1 Euro für Change Today. Den investieren wir. Fest auf mein Konto. Ich zeige jeden Tag meinen Kontostand live, wie viele Euro zusammengekommen sind. 1 Euro Ticket kann jeder sich kaufen, so viel er will. Und davon kann man irgendwas Schönes machen. Wir kaufen was, wir retten was, investieren, kaufen eine Wohnung. Morgen Scheiß. Für 1 Euro. Jeder, der 1 Euro hat, überweist ihn mit Nummer, mit Ticketnummer oder von mir per E-Mail und so was als gesichert. Und ich zeige euch jeden Tag, wie viele die kommen. Und ihr habt dann sagen wir, also Tickets für Change Today. Und noch die, weiß ich, muss ich noch auslegen, was ihr noch dafür in Euro bekommt. Gummibärchen oder so. Zweite Ticket wäre dann, sag mal, ein mittleres Ticket, zum Beispiel 50 Euro. 50 Euro? Die Leistung von diesem Ticket für 50 Euro würde ich sagen, sagen wir geheim. Ich weiß, jetzt kommt dann gleich wieder, Steuer, Finanzamt, Polizei, kommen und nerven mich. Die wollen ja genau Leistung. Das ist ja auch bei der Buchhaltung. Du musst genau deklarieren, welche Leistung die anbietet, damit das Finanzamt das nachprüfen kann. Weil die Gäste. So,
so. Aber ich sage, man muss das irgendwie so ein bisschen offen lassen. Das kann zum Beispiel sein, bei meinem Freund Devanda im New York Yeti, ein schönes Essen. Zwei Personen, ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt. Und was ihr wollt. Für diese 50 Euro, zum Beispiel. Ja? Wert 50 Euro, sag ich mal. Was denn die Gäste aber letztendlich wirklich dort essen und trinken in dem Restaurant, ist offen. Und so kann man nicht auf den ersten Moment quasi die Marge, den Gewinn kalkulieren. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich kann nicht kalkulieren. Müssen erstmal die Gäste dort zu meinen Freunden waren da ins New York gekommen sein, zum Beispiel, oder ein anderes Restaurant hier in Berlin, irgendeins. Freunde von mir, schön, dass sie ein Restaurant haben zum Beispiel. Sende ich dahin, die essen mit dem Gutschein oder mit dem Ticket, was sie bei mir gekauft haben, für 50 Euro. Und wir kalkulieren am Ende, nachdem der Deal abgelaufen ist oder die Leistung erbracht wurde, kalkulieren wir den Gewinn. Und melden es dem Finanzamt. Oder. Wir müssen ja die Steuern noch bezahlen. Wenn wir den Gewinn gemacht haben oder Umsatz gemacht haben, müssen wir Steuern bezahlen. So ist mein Plan. Und wenn man das teuerste Ticket, sagen wir, für 100 Euro, zum Beispiel Ultra-Ticket, Online-Stream, kann man sich mehr Leistung machen. Und man könnte dann je nachdem, wenn man das also safe macht und wir alle dicht halten und es legal bleibt und nicht extrem illegal gemacht wird, ja, könnte man den Gästen eine schöne Leistung anbieten, irgendwas Schönes hier in Berlin, ja, ein bisschen Personal-Training. Oder zum Beispiel von Robert hier von Kicket macht so eine Nachttour-Quiz. Und dann generiert man halt irgendeine schöne Leistung für die Menschen, dass sie glücklich sind. Für den Preis, den sie bezahlt haben. Und kann den vom Gästen ja von mir so sagen, so und so viel Gewinn haben wir generiert. Für Treasure Day. Oder für die Firma. Oder für das Projekt. Das ist das Ziel. Versteht ihr das? Weil dann können die Leute im Internet nicht mehr nachprüfen und googeln, wie viel pro Ticket Marge oder Gewinn generiert wurde. Das ist nicht mehr kalkulierbar. Auch nicht für mich. Für niemanden. Auch nicht fürs Finanzamt. Weil wir müssen uns selber erstmal am Ende auswerten und überprüfen. Hä? So war mein Plan. Und ich hoffe, das klappt. Und das würde ich jetzt mal machen. Und falls ihr dazu Ideen habt, wenn ihr zum Beispiel in Berlin eine Leistung habt, also eine schöne Massage, irgendein Erlebnis, was Spezielles, was Geiles. Ein Event-Erlebnis oder sowas, ihr habt sicherlich eine Party oder sowas, die ihr im Kopf habt, die es nur einmal gibt. Die könnte man dann anbieten und der Verkauf und Einkaufsbereich ist geheim. Okay, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich hinaus will. Was noch eine Leistung sein könnte, wäre, dass wer bereit ist, sagen wir mal, einen Euro zu investieren für dieses Projekt. 26. Mai 2021. Tschüss. Der kriegt dann von mir auch die Garantie, dass er in dem Kinofilm, den wir produzieren, der dann rauskommt, auch eine Rolle bekommt, der dann mit ins Kino kommt. Dem würde ich dir eine Garantie geben. Du kannst die und die Position im Kinofilm und kommst dann auf die große Leinwand. Ja, weil ich kann für mich sagen, also dass ich mich da zum Beispiel bei den Berlin Excelsior Filmen immer machen, dabei war, mein Leben dort auf Kino für die Ewigkeiten festgehalten ist, bin ich sehr stolz drauf. Das kannst du nicht mit Geld irgendwie bezahlen, dass ich da im Kino war. Das ist ein Erlebnis fürs Herz. Und auch sag mal, in 100 Jahren, wenn die Leute nochmal Norman Schwarzfecht googeln oder so, werden sie mich da finden. Da war ich im Kino. Ja, und werden sich an mich ja vielleicht hoffentlich gut erinnern. Und das ist viel wertvoller oder sehr viel wert, fast mehr als Geld, würde ich jetzt sagen. Okay, gut. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns später. Ciao. Also, es ist jetzt 19:02 Uhr. Hier, Marco schreibt gerade. Und jetzt ist was zu essen. Kartoffeln und Salat. Und noch ein Schluck Cola, das weg. Schmeckt zwar nicht, so ein Zucker und so. Ja, genau. Die Jagd nach den Exomonden. Also, Wetter haben wir noch, den Mond. Der Erdmond ist das größte Objekt am Nachthimmel. Aha. Seine Gravitation treibt die Gezeiten an. Natürlich. Ein gut 27-tägiger Erdumlauf ist die Grundlage unseres Kalenders. Das ist ganz wichtig, die Konzentration über Weltall, Erde und Planeten und so. Ich guck mir gerade bei YouTube, ich bin jetzt bei Minute 30 oder so,
ein Video an, vielleicht kriegst du es und erscheint dem Betrachter stets vollkommen flach. 360 Grad um ihn herum, egal in welcher Höhenlage. Sämtliche Amateur-, Heißluftballons, Raketen, Flugzeuge und Drohnen zeigen bis über 32 Kilometer Höhe einen vollständig flachen Horizont. Nur die NASA und andere Raumfahrtagenturen zeigen auf ihren computeranimierten Fotos bzw. Videos eine Krümmung. Das würde ich meiner Freundin mal irgendjemand mal mit überprüfen. Ich finde es so lustig, was die da sagen. Der sagt wirklich ernsthaft 200 Beweise dafür, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ich gucke dir zum ersten Mal. Also schon seit 4 Jahren online. Kommentare kann man nicht machen, also man kann nicht weiter sehen und kann es nicht überprüfen. Und einige Sachen, die der da sagt, dürfen wirklich darauf hin, dass die Erde tatsächlich eine Scheibe ist und wir die ganze Zeit verarscht werden. Also bitte. Kannst du mal irgendwann überprüfen? Ich habe schon mit Marco auch telefoniert und so. Das ist ja völlig crazy. Na gut, also vielleicht werden wir auch verarscht von der Regierung oder was, ja, die NASA und so. Und wir jetzt als Hollywood drehen alle. Und in Wahrheit leben wir alle unter einer Kuppel wie bei der Truman Show. Aha. Na gut, der hat ein paar Fragen dann noch. Vor allen Dingen, warum wir die ganze Zeit belogen werden. Und was ist das Ziel dieser bösen Menschen? Das würde ich gerne wissen. Genau. Das soll das Wetter und die Galaxie und Planeten. Ja. Gut, also ich schneide jetzt nochmal das Tagebuchvideo zusammen mit meinem Businessplan und ich hoffe, ihr meldet euch bei mir und machen zusammen krass in der Zukunft. Ja, ich hab euch lieb, bis später.